Ja, guten Nachmittag alle zusammen an den Bildschirmen. Herzlich willkommen zu unserer Buchvorstellung Der Coach des Kapitals in unserer losen Veranstaltungsreihe zu Ideen des transformativen Wirtschaftens. Vor etwa einem Jahr las ich in einem Tweet von Adam Tooze, den wir in dieser Reihe im Oktober 2019 zu Gast hatten, eine richtig dicke Empfehlung für die englische Ausgabe dieses Buchs. Erst in diesem Sommer kam ich endlich dazu, es mir anzuschaffen und zu lesen. Und danach sah ich die Welt ein wenig mit anderen Augen an. Das passiert mir sonst eher selten. Aber in diesem Fall war das so. Umso mehr freute ich mich, als ich entdeckte, dass das Buch im November auf Deutsch herauskommt. Und noch mehr, als dann sowohl Katharina Pistor als auch Sven Giegold noch zu dieser Veranstaltung zustimmten. Katharina Pistor ist Rechtsprofessorin an der Columbia Law School, eine der feinsten Adressen der Rechtswissenschaft im angelsächsischen Raum, einer Kaderschmiede für die Herren des Kults des Kapitals. Dort werden Rechtsanwälte ausgebildet, die nach ihrem Abschluss in den globalen Rechtsanwaltskanzleien landen, die immer kreativere Formen der rechtlichen Kodierung von Kapital schaffen. Dieses Buch erklärt, warum das Kapital häufig Konjunkturzyklen und Konjunkturschutz übersteht, die so viele andere in den Abgrund reißen. Es erklärt, wie das Recht dazu beiträgt, sowohl Reichtum als auch Ungleichheit zu schaffen. Es erklärt, warum herkömmliche Formen der Umverteilung durch Steuern ihren Biss weitgehend verloren haben. Die Abschirmung von Gütern und Vermögenswerten vor der Steuer ist eine der unter ihren Besitzern gefragtesten Kodierungsstrategien. Und den Herren des Codes, den Rechtsanwälten, werden außergewöhnlich hohe Honorare dafür gezahlt, dass sie solche Werte mithilfe der Gesetze derselben Staaten aus dem Zugriffsbereich der Gläubiger herausschaffen, einschließlich dem Zugriff der Steuerbehörden. Wir kennen das zum Beispiel bei Share Deals im Wohnungsbereich, aber es gibt viele andere kreative Möglichkeiten. Auch Bill Gates ist nicht besonders reich, weil er ein besonders genialer Programmierer war oder ist. Aber er war sehr erfolgreich im rechtlichen Kodieren des Softwarecodes, in der Lizenzierung. Die Lizenz produziert einen Einkommensstrom und der ist dann leicht in Kapital zu verwandeln. Dadurch und nicht durch Programmierungskünste wurde Gates zu einem der reichsten Menschen der Welt. Walt Disney ist auch schon lange tot, aber die Rechte an Donald Duck und Mickey Mouse generieren bis heute Reichtum für Erben und Anteilseigner. Und während die Erben der Brüder Grimm nicht bekannt wären für besonderen Reichtum, gelang es der Disney Corporation, die von den Grimms gesammelten Geschichten wie Dornröschen oder Schneewittchen in Kapital zu verwandeln, das immer weiter Erträge für die Anteilseigner generiert. Die Geschichte geht weiter. Aus den Modulen des Codes des Kapitals wurden immer komplexere Finanzkonstrukte geschneidert. An der Wall Street nur ein paar U-Bahn-Stationen südlich von der Columbia Law School. Es waren diese Rechtskonstrukte, die 2008 fast das globale Finanzsystem zum Einsturz brachten. Zum Glück sprangen Staaten ein, retteten Banken, schützten notwendigerweise die Kapitaleigner und verschuldeten sich massiv, woraus dann unter anderem die europäische Finanzkrise erwuchs. Recht ist das Tuch, aus dem das Kapital geschneidert ist, heißt es in der Einführung zu diesem Buch. Wie genau geschieht das? Das erfahren wir jetzt von Katharina Pistor. Danach wird Sven Giegold reagieren. Sven ist Mitglied des Europäischen Parlaments, Sprecher der Deutschen Grünen im Europaparlament und Obmann der Grünen-Fraktion im Ausschuss für Wirtschafts- und Finanzpolitik, also einer Schaltstelle, wo europäisches Recht gesetzt wird. Wir drei werden erst einmal eine Zeit lang ein Gespräch unter uns führen. Dann wollen wir Ihre und eure Fragen drannehmen. Die können Sie, könnt ihr ab sofort in das Frage- und Antwort-Tool von Zoom eingeben. Meine Mitarbeiterin Fiona Hauke wird als Anwältin des Publikums Fragen bündeln und dann an unsere beiden Gäste stellen. Bevor ich nun an Katharina Pistor übergebe, möchte ich noch unseren beiden Gästen und allen meinen Kolleginnen danken, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Allen voran Fiona Hauke. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Katharina, du hast das Wort.
Ganz herzlichen Dank. Dank an die Böll-Stiftung, an Jörg Haas, auch an Sven Giegold dafür, dass Sie heute diese Veranstaltung mitbestreiten und ich die Möglichkeit habe, das Buch Der Code des Kapitals, das erst vor einer Woche am 16.11. bei Suhrkamp in Deutschland erschienen ist, heute hier zu besprechen. Ich möchte einfach kurz die Grundthesen vorstellen und dann können wir den Rest in der Diskussion etwas differenzierter darstellen. Und hier sind einfach ein paar Fragen, die ich versuche kurz zu beantworten. Das erste, was ist eigentlich Kapital? Das zweite, welche Rolle spielt staatliches Recht bei der Kodierung von Kapital? Und was meine ich eigentlich mit dem Begriff der Kodierung? Drittens, welche Dinge, Sachen oder Güter lassen sich eigentlich in Kapital verwandeln? Wer macht das? Und schließlich gibt es hiermit ein Problem. So, was ist Kapital? Da haben natürlich schon viele Leute drüber gesprochen. Meine Definition ist relativ einfach. Kapital besteht aus zwei Komponenten. Einem Gut, einer Sache, einer Idee, einem Versprechen und dessen rechtlicher Kodierung. Welche Rolle spielt staatliches Recht? Warum muss das durch Recht erfolgen? Das liegt daran, weil ich diesen Gütern, diesen Sachen, Interessen bestimmte Privilegien einräume, die andere nicht haben und dadurch ihnen einen relativen Vorteil oder den Inhabern dieser Sachen einen relativen Vorteil in allen anderen gegenüber schaffe. Ich gehe gleich auf die vier Attribute ein, die das tun. Warum staatliches Recht? Weil der Staat letztendlich dafür sorgt, dass diese Ansprüche skalierbar sind, weil er sein eigenes Gewaltmonopol letztendlich hinter diese Ansprüche stellt. Die Module des Rechts, die benutzt werden, um Kapital zu kodieren, sind alles Institutionen des Privatrechts. Man kann auch öffentliches Recht dort mit hineinwerfen, aber meistens wird das Privatrecht dazu benutzt, auch um das öffentliche Recht, um irgendwelche Restriktionen herumzukommen. Privatrecht ist aber auch Recht. Es kann staatlich durchgesetzt werden. Und solange ich mich in den Grenzen der Möglichkeiten des Privatrechts, die relativ weit sind, halte, kann ich neue Vermögensgüter durch Recht schaffen. Ein Wort zu dem Begriff des Codes und der Kodierung. Ich benutze ganz bewusst das Wort Code und auch in der deutschen Übersetzung wird es mit C geschrieben, nicht mit K, weil ich es differenzieren möchte von dem Begriff der Kodifikation oder des Kodex. Es geht hier nicht um staatlich gesetztes Recht im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuches oder eines anderen Gesetzes, sondern es geht um den Prozess der Kodierung. Und der besteht im Wesentlichen darin, dass sich Anwälte der rechtlichen Möglichkeiten bedienen, um für ihre Mandanten neue Vermögensgüter, neue Reichtümer zu schaffen. Und die rechtlichen Vorteile, die einige haben, das sind das Spiegelbild davon, sind natürlich die Nachteile, die andere haben. Die ganzen Interessen, Güter, Sachen, die nie rechtlich kodiert werden. Und aus diesem Grund haben die Inhaber dieser Güter letztendlich ein wesentlich höheres Risiko, vor allem in Zeiten der Wirtschaftskrisen und der Finanzkrisen. Woraus besteht nun Kapital? Kapital, wiederum, wie ich vorher sagte, ist ein Objekt, ein Interesse, ein Versprechen, das rechtlich kodiert wird. Und die rechtlichen Kodierungen müssen diesen Gütern drei von vier Attributen, die ich in dem Buch im Einzelnen bespreche, aufpropfen. Denken Sie an einen Pflaumenast, der dem Birnenstamm aufgepropft wird und daraus entsteht eine neue Frucht. Das ist der Prozess, den ich hier beschreibe. Diese Attribute sind Priorität. Da geht es um Rangordnung. Privatrecht stellt Rangordnung auf. Sie haben entweder einen Eigentumsanspruch oder Sie haben ein Sicherungsrecht oder Sie haben es eben nicht. Beständigkeit, da geht es darum, dass ich die Güter, die ich schon kreiert habe, vor dem Zugriff zu vieler Gläubiger schütze. Das mache ich typischerweise durch Gesellschaftsrecht oder im englischen Recht auch durch den Common Law Trust. Konvertibilität ist die Möglichkeit, Ansprüche, die ich habe, gegen sicherere Ansprüche einzutauschen und dadurch eine Art Bestandsschutz oder Schutz gegen Wertverfall zu sichern. Das ist insbesondere relevant für Finanzgüter, weil ich bei Finanzgütern die Angst haben muss, dass in einer Krise deren Wert verfällt. Wenn ich sie rechtzeitig in Geld, Bargeld, umtauschen kann, das heißt in staatlich emittiertes Geld, kann ich die Gewinne, die ich in der Vergangenheit erwirtschaftet habe, letztendlich sichern, weil staatliches Recht nicht an nominalen Wert verliert. Natürlich gibt es Inflation und realen Wertverfall, aber in der Finanzkrise geht es vor allem auch um den nominalen Wert. Und letztendlich
besteht Universalität darin, dass der Staat diese rechtlich kodierten Ansprüche gegen Dritte durchsetzt. Das heißt, ich mache diese Ansprüche oder den relativen Vorteil, den handle ich nicht nur mit meinem Vertragspartner aus, sondern ich kann die Rechtsgestaltung so einsetzen, dass der Staat diese Ansprüche gegenüber Dritten durchsetzen wird. Und zwar nicht nur ein bestimmter Staat, nicht nur notwendig der Staat, dessen Rechtsinstrumente ich benutze, sondern auch viele andere Staaten, was dadurch gewährleistet wird, dass viele Staaten fremdes Recht anerkennen und auch bei sich zu Hause durchsetzen. In dem Buch diskutiere ich dann letztendlich die verschiedenen Objekte, die durch Recht als Kapital kodiert worden sind. Ich diskutiere das Beispiel Land und zeige da, dass seit der Einhegung des Landes in England im 16. Jahrhundert Prioritätsrechte für einige geschaffen worden sind und andere vom Land ausgegrenzt worden sind. Als der Prozess der Einhegung im frühen 16. Jahrhundert, vielleicht schon im späten 15. Jahrhundert begann, gab es keinen Titel zum Eigentum an Land in England. Es gab kein Register für Land, sondern es gab lang hergebrachte Gewohnheitsrechte, wie Land genutzt wird von verschiedenen. Bis schließlich die Landlords sich entschieden haben, dass sie das Land nicht mehr zugänglich machen für die sogenannten Commoners, die Bauern, die das Land auch benutzt hatten und Hecken gebaut haben, Zäune gebaut haben, um sie auszugrenzen. Darauf haben dann die Bauern damit reagiert, zunächst indem sie die Hecken und die Zäune wieder umgeschmissen haben, rausgerissen haben. Letztendlich wurde der Prozess aber vor Gericht entschieden. Und nach etwa 100, 150 Jahren, so lange hat es gedauert, aber nichtsdestotrotz wurde in der Regel den Landlords die Prioritätsrechte zugestanden. Nachdem sie die Prioritätsrechte hatten, haben natürlich die neuen Eigentümer auch erlebt, dass wenn sie das Land jetzt benutzen, um Kredite aufzunehmen, denn ich kann ja mein Land, eine Hypothek auf das Land aufnehmen und dann Kredite zu günstigeren Kosten einwerben. Aber dann kann ich das Land auch an meine Gläubiger verlieren. Und was dieses Beispiel zeigt, ist, dass Eigentum alleine nicht ausreicht, Kapital auf Dauer zu sichern. Was ich auch brauche, ist Beständigkeit. Und im englischen Recht wurde die Beständigkeit dadurch geschaffen, dass die Landeigentümer Rechtskonstruktionen geschaffen haben, in denen die dann bedeutet haben, dass das Land nicht ihnen wirklich gehörte, sondern dass sie das Land nur für künftige Generationen gehalten haben und deswegen ihre Gläubiger nur gegen höchstens 50% des Landes vollstrecken konnten und nie das Familienhaus wegnehmen konnten. Diese feudalistischen Regeln haben in England bis zum Ende des 19. Jahrhunderts Bestand gehabt und haben es dadurch ermöglicht, Land als Wertgut, als Vermögensgut, als Ursache und Quelle von Reichtum über Jahrhunderte zu schützen. Weit länger als beispielsweise Nordamerika, wo das gleiche englische Parlament, das nie Rechtsreform in England durchgeführt hat, schon 1732, 150 Jahre früher, ein Gesetz erlassen hat, das gesagt hat, wir werden Land und auch Sklaven wie bewegliche Sachen behandeln und gegen sie vollstrecken. Damit sind die großen Großgrundbesitztümer im Süden der USA erst einmal aufgelöst worden und es hat auch die ersten Sklavenversteigerungen gegeben. Also Land ist ein Beispiel, das ich diskutiere. Das zweite Beispiel, das ich diskutiere, ist Schulden bzw. Kredite, die geschaffen werden und auch vermögensbringend eingesetzt werden können. Weil wenn ich als Gläubiger nicht nur einen Anspruch gegen einen Schuldner habe, der mir auch Zinsen verschafft, auch dies natürlich eine rechtliche Frage, wie hoch dürfen die Zinsen sein? Zinsverbote hat es viel gegeben, die wurden weiter aufgelöst. Aber wenn ich den Anspruch auch übertragen kann und wenn ich den Anspruch vielleicht verbriefen kann mit vielen anderen Ansprüchen gleichzeitig, kann ich darüber damit noch viel größere Wertgüter schaffen. Als Beispiel benutze ich natürlich dann die Verbriefung von Hypotheken in den USA seit den frühen 70er Jahren. Das führt dann ganz zur Finanzkrise, das hat Jörg Haas schon angesprochen. Dieses ganze Kartenhaus der nicht nur verbrieften Wertpapiere, der Derivativen, die darauf geschaffen worden sind, der vielen Intermediäre, die dort sich durch Gebühren bedient haben an dem ganzen System, dieses Kartenhaus ist 2008 zusammengefallen, obwohl es natürlich dann aus seinen Elementen anschließend auch wieder zusammengebaut worden ist. Den dritten Fall, den ich bespreche, ist die juristische Person.
Das ist ja auch ein interessantes Rechtskonstrukt. Und wie der Name schon sagt, eine juristische Person gibt es nur im Recht. Das ist keine natürliche Person. Die wird geschaffen durch Staatsgewalt. Auch wenn heutzutage man Unternehmen einfach registrieren kann und wenn man die vorgegebenen Rechtsbedingungen erfüllt, eine wirksame juristische Person frei gründen kann, so ist es dennoch ein staatlich geschaffenes Konstrukt. Mithilfe der juristischen Person kann ich jetzt verschiedene Vermögensgüter auf verschiedene Personen verteilen und dadurch eine Risikoarbitrage vornehmen. Die verschiedenen Tochtergesellschaften von Lehman Brothers, das ist das Beispiel, das ich dort diskutiere, die können von Gläubigern Kredite aufnehmen. Und die Gewinne, die daraus erzielt worden sind aus den neuen Finanzinstrumenten, die die verschiedenen Töchter gegründet haben oder emittiert haben, die Gewinne werden immer als Dividenden abgezogen und letztendlich den Aktionären der Muttergesellschaft ausgezahlt. Das heißt, ich baue ein System, wo ich dann Risikoverlagerung mache von den Aktionären auf die Gläubiger und die Gläubiger der Muttergesellschaft letztendlich die Gewinne daraus ziehen. Und das letzte Beispiel, das ich diskutiere, sind Patentrechte, vor allem Patentrechte an dem genetischen Code. In den USA ist die Grenze, würde ich sagen, überschritten worden. Im Prinzip heißt es ja immer im Patentrecht, Natur kann nicht patentiert werden. Aber wenn ich ein bisschen menschliche Manipulation ins Gen hineinbringe, kann ich auch diese Manipulation patentieren. Und selbst wenn mir dann das Patent wieder abgesprochen ist, wie es in diesem Fall geschehen ist, es geht hier um das BRCA-Brustkrebs-Gen. Nach etwa 20 Jahren hat der Supreme Court in den USA das BRCA-Patent zu dem BRCA-Gen abgesprochen, hat das Unternehmen in der Zwischenzeit nicht nur Riesengewinne mit dem Patent gemacht, sondern gleichzeitig ein Datenmonopol aufgebaut, das selbst dann wieder Quelle weiteren Gewinns geworden ist. Wer macht das? Wer macht das? Wer kodiert Kapital? Und hier, ich sagte vorher, es geht um staatliches Recht. Das Privatrecht ist auch staatliches Recht. In Deutschland haben wir es im bürgerlichen Gesetzbuch, in England im Common Law. Privatrecht hat eine besondere Qualität, weil es relativ modulierbar ist. Anwälte können Verträge neu schreiben. Sie können verschiedene Module des Privatrechts, Eigentums-, Kreditsicherungsrecht einsetzen. Sie können auch letztendlich neue Rechte schaffen. Das geht wahrscheinlich einigen Juristen etwas gegen den Strich. Wir wissen, dass es einen Numerus Clausus gibt im Eigentumsrecht, aber man kann auch Ansprüche schaffen, die Qualitäten wie Eigentum haben und als solche dann rechtlich behandelt werden. Und die Fähigkeit, dies zu tun, durch Analogie, durch Lückenfüllung, durch neue innovative Transaktionen, neue Wertgüter zu schaffen, ist das, was Anwälte tun. Weshalb ich die Anwälte als die Herren, auch natürlich Damen des Rechts, bezeichne. Auf dem Englischen habe ich den Begriff der Masters of the Code genannt. Die Anwälte hören das nicht immer so gerne, weil sie selbst oft meinen, sie seien eher in der Verpackungsindustrie. Sie verpacken das, was ihre Mandanten ihnen vorgeben zu verpacken und stellen nur sicher, dass es auch rechtens ist. Tatsächlich argumentiere ich, ist der Beitrag der Anwälte wesentlich höher. Und ich denke auch, dass man sie ein wenig mehr in die Verantwortung dafür nehmen muss. Denn ohne den Beitrag der Anwälte, ohne die rechtliche Kodierung, ohne die Fähigkeit, Lücken in Regulierungen zu finden und diese auszunutzen, um neue Güter oder Intermediäre zu schaffen, gäbe es die weitere Schaffung von Kapital nicht. Und letztendlich spricht ja auch die Bezahlung der Anwälte dafür, dass sie etwas mehr machen, als nur in der Verpackungsindustrie zu sein. Wie funktioniert das Ganze global? Ich habe auch öfter schon Fragen bekommen, ist es eigentlich relevant für Europa, was ich sage? Ich unterrichte in den USA, ich unterrichte an der Schmiede der neuen Anwälte, die Kapital kodieren in der Wall Street. Das ist durchaus richtig. Ich unterrichte auch Gesellschaftsrecht, ich unterrichte Finanzrecht. Daher habe ich auch mein Wissen, dieses Buch zu schreiben. Wie funktioniert das aber global? Warum ist es vielleicht auch relevant für Deutschland? Warum ist es relevant für Europa? Das liegt daran, dass wir letztendlich ein globales System vom Kapital haben, das aber durch nationale Rechtsordnung gestützt wird. Ich stelle in dem Buch die These auf, man könnte sich vorstellen, dass es ein globales kapitalistisches System gibt, das durch nur eine einzige Rechtsordnung getragen wird, solange alle anderen Rechtsordnungen die Module, die dort geschaffen worden sind in der ersten Rechtsordnung, anerkennen und staatlich durchsetzen.
Tatsächlich argumentiere ich, dass die meisten handelbaren Kapitalgüter, vor allem die Finanzgüter, vor allem nach amerikanischem Recht und englischem Recht geschaffen werden. Aber nichtsdestotrotz auch in Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern global durchsetzbar sind und auch dort deswegen gehandelt werden. Und darüber hinaus kann man natürlich auch nach deutschem Recht Kapital schaffen. So ist das ja nicht. Die Zivilrechtssysteme sind etwas rigider als das Common Law, aber es lässt sich dort auch einiges machen. Und viele Anwälte, einschließlich der vielen LLM-Studenten, die wir hierzulande ausbilden, wissen sehr gut, wie man das tut. Worin liegt nun das Problem des Ganzen? Müsste eigentlich jetzt schon offensichtlich sein, dass eines der großen Probleme, die ich daran sehe, ist das Spannungsverhältnis zwischen privater Autonomie, wobei private Autonomie nicht nur ist, ich kann Verträge eingehen mit jemandem, das kann ich natürlich, aber private Autonomie bei der Rechtswahl. Letztendlich wird Recht selbst zu einem Gut, das so gut wie handelbar geworden ist, dass sich Leute benutzen können, wenn sie wissen, wie es funktioniert, um die Güter zu schaffen nach der Rechtsordnung, der den größten Spielraum dafür schafft und letztendlich dennoch dann überall sonst durchsetzbar ist. Darum geht es. Es muss rechtens sein. Es kann nicht illegal sein, dann funktioniert das Spiel nicht. Es muss rechtens sein. Es muss durch die Lücken in dem Gerüst, die die Regulierung und andere Rechtssysteme geschaffen haben, Steuersysteme, auch Accounting-Systeme geschaffen haben, muss es durchpassen. Ich habe Privatautonomie über die Rechtswahl auf der anderen Seite und auf der anderen Seite habe ich den Versuch von Ländern, sich demokratisch selbst zu bestimmen. Und das passt nicht ganz zusammen. Je mehr ich einigen ermögliche, sich das Recht zu suchen, nachdem ihre eigenen Ansprüche kodiert werden, die sie überall durchsetzen können, desto weniger habe ich eine Handhabe dabei, wirklich demokratische Selbstbestimmung zu praktizieren. Das führe ich in dem Buch dann etwas weiter aus und komme dann schließlich zu den Schlussfragen. Studiert, wie Lenin es so schön sagte, was gibt es zu tun, was sollen wir tun? Und hier ist die Antwort komplizierter, als sich das vielleicht viele wünschen würden. Es gibt halt keine einfache Lösung dafür. Wir gehen mit einem komplexen, oft dezentral kodierten System um. Und es gibt viele Akteure, die genau wissen, wie man einen Versuch, sowas etwas so wieder zu regulieren, umgehen kann. Deswegen denke ich, dass man relativ strategisch vorgehen muss. Man muss wissen, wo die Punkte sind, wo man das System etwas zurückdrücken kann, um wieder Spielraum zu finden, letztendlich für die demokratische Selbstbestimmung. Wobei ich bei der demokratischen Selbstbestimmung auch sagen würde, dass im Europarecht, da wird natürlich auch oft über demokratisches Defizit gesprochen, aber solange ich Prozesse habe, wo eine kollektive Rechtsetzung möglich ist, würde ich das zur demokratischen Selbstbestimmung mit hinzurechnen. Die Frage ist also, wie man praktisch die Möglichkeiten von privaten Akteuren, das Recht zu modifizieren und zu benutzen, um Reichtümer zu schaffen und viele andere dabei auf der Strecke zu lassen, wie man das zurückdrängen kann, um wieder größere Gestaltungskraft zu gewinnen oder andere Formen der Selbstbestimmung zu finden. Das ist eigentlich ein großes Thema, das ich im letzten Kapitel des Buches nur anschneide und ich hoffe, dass ich das nächste Buch vor allem diesem Thema widmen kann. Aber lassen Sie mich hier einfach stoppen, damit ich hören kann, was Sven zu sagen hat und auf Ihre Fragen eingehen kann. Herzlichen Dank, Katharina. Das war knapp und konzise und spannend. Und ich gebe einfach weiter an Sven für eine erste Reaktion. Over to you. Ja. Hochspannend, Katharina, vielen Dank. Und wenn man sich durch die Liste der TeilnehmerInnen mal durchgeklickt hat, sieht man auch, wen du alles anziehst. Also das wird bestimmt eine ganz spannende Diskussion und ich will es auch ganz kurz halten. Erstmal, bin ja kein Jurist, ich muss aber mit Juristinnen und Juristen irgendwie zurechtkommen, weil im Europaparlament natürlich wie in allen Institutionen, die Recht setzen, an Jura kein Weg vorbeigeht. Und das bedeutet, aus meiner Sicht erstmal ist bei dem, was du schilderst, aus ökonomischer Sicht eines für mich erstmal irritierend. Der Kapitalbegriff, der ja im Zentrum des Buches steht, der ist aus ökonomischer Sicht eigentlich etwas anders. Also für uns ist ja Kapital
lassen wir die Marxisten mal beiseite, aber erstmal generell Kapital sind einfach Inputfaktoren oder Güter, nicht unbedingt materiell, aber Güter-Inputfaktoren, um wiederum Erträge erwirtschaften zu können, also Dienste, Güter und Dienstleistungen. Und dann, damit Kapitalismus entstehen kann, braucht es natürlich die Rolle des Staates. Also Kapitalismus, das verstehe ich sofort, gibt es nur, wenn der Staat gewisse eigentumssichernde Maßnahmen ergreift, die du in einer brillanten Klarheit in deinem Buch und hier jetzt nochmal dargestellt hast. Aber erstmal aus ökonomischer Sicht würde ich sagen, Kapital ist es auch dann, wenn es den Code so nicht gibt. Während in deinem Buch, genau, ich sehe die Reaktion und das ist das Missverständnis, wo ich gerne erstmal drüber gerne sprechen würde. Ich würde sagen, aus ökonomischer Sicht würde man vermutlich vermuten, auch wenn es diese Codierung nicht gibt, funktioniert vielleicht der Kapitalismus nicht oder er funktioniert je nach Codierung unterschiedlich. Also wir haben ja eine große Debatte um Varianten des Kapitalismus, die nicht alle gleich sind. Und der angelsächsische hat eben dieses starke, kapitalschonende Zivilrecht. Im Deutschen gibt es an einigen Stellen Unterschiede, die du viel besser kennst als ich. Aber in der Regel ist der Schutz auch erstmal eines Unternehmens vor seinen Gläubigern etwas stärker ausgeprägt als im angelsächsischen Recht, wo die Durchsetzung der Gläubigerinteressen deutlich schärfer ist gegenüber vielleicht einem Interesse eines Gemeinschaftswerks wie eines Unternehmens. However, das ist nur dahin deletiert, das überlasse ich gerne dir, aber in jedem Falle würde ich halt sagen, auch wenn der Code da ist oder schwächer oder stärker da ist, bleibt es trotzdem Kapital. Also aus Sicht eines Unternehmens, das mit Inputfaktoren arbeitet, die schlecht geschützt sind, bleibt es zunächst trotzdem Kapital, vielleicht schlecht gesichert. Das ist etwas, was ich erstmal nicht so richtig auf der Grundebene verstehe. Und du hast ja auch argumentiert, Kapital, damit es Kapital in deinem Sinne ist, müssen drei der vier Attribute vorliegen. Also wann du sagst, es ist Kapital und ab wann es eben plötzlich keins mehr ist aus der juristischen Betrachtung, das ist für mich auf der Grundebene nicht richtig klar. Ich finde auch spannend und fände auch sehr spannend zu hören, wo du die Grenze ziehen würdest unter verschiedenen Varianten des Kapitalismus. Also was ist im angelsächsischen Recht, es gibt ja gute Gründe, dass zum Beispiel auf den internationalen Finanzmärkten häufig New York als Gerichtsstand gewählt wird, dass häufig entsprechende Codierungen im Sinne des amerikanischen Rechts und dann Gerichtsstand New York gewählt wird, während andere offensichtlich für die Gläubiger weniger günstig sind und daher an den Kapitalmärkten auch weniger begeben werden. Was mich, um dein Gedankenwerk sozusagen fortzusetzen, was mich inspiriert hat, ist, dass man ja sagen könnte, die europäische Integration, so wie sie bisher war, ist eigentlich auch eine Form von Kodierung von Kapital. Und zwar deshalb, weil die vier Grundfreiheiten konstruiert sind auf einer nur begrenzten Vergemeinschaftung des Rechts. Was ich damit meine ist, ich habe zwar vor allem Niederlassungsfreiheit und Kapitalverkehrsfreiheit, die werden auch vom Europäischen Gerichtshof in aller Schärfe durchgesetzt, auf der Basis der vier Grundfreiheiten der europäischen Verträge. Aber auf der anderen Seite gibt es eben nur begrenzte Rechtsetzungschancen auf europäischer Ebene, zum Beispiel eine gemeinsame Steuerpolitik, eine gemeinsame Sozialpolitik durchzusetzen. In anderen Bereichen ist es besser, beim Verbraucherschutz, in der Umwelt, je nachdem, wie die Kompetenzverteilung ist. Aber Europa macht es schwerer, gemeinsames Recht zu setzen, dass man diesen gemeinsamen Codierungen entgegensetzen könnte. Und das hat ja dazu geführt, dass eine ganze Reihe kluger Köpfe aus einem eher linkssouveränistischen Spektrum sich von Europa verabschiedet haben. Also sowohl eher progressive Verfassungsrichter, mein alter Meister der
Politikwissenschaft, Fritz Scharpf oder Wolfgang Streeck und viele andere, die mit Europa gebrochen haben. Aber aus meiner Sicht sitzt dem Ganzen natürlich ein Irrtum auf, nämlich zu glauben, dass es ohne Europa besser wäre. Und das finde ich so interessant an deinem Buch, dass man im Grunde diesen Linkssouveränisten entgegenhalten kann und sagen kann, diese Kodierbarkeit in der Globalisierung von Kapital ist eben überhaupt nichts Europäisches, sondern auch der Nationalstaat müsste sich damit herumschlagen. Und nur wenn er nordkoreanische Mauern um sich baut, könnte er sich davor abschirmen. Und die Chance, diese Kodierung, der eine demokratische, sozialökologische Politik entgegenzusetzen, die ist eben deutlich besser, wenn man das mit EU27 versucht. Ich finde allerdings gleichzeitig wichtig, dass man, solange man diesen gemeinsamen Ordnungsrahmen, diese Korrekturmechanismen nicht hat oder nicht ausreichend hat, dass man deshalb nicht einen Fehler macht, den ich manchmal in grünen Debatten durchaus erlebe, dass man diese vier Grundfreiheiten selber heilig spricht und noch dazu beiträgt, auch noch die letzten Reste von nationaler Abgrenzungsmöglichkeit auch noch möglichst schnell zu schleifen. Was ich damit insbesondere zum Beispiel aus meinem Bereich, womit ich mich viel beschäftige, meine, ist zum Beispiel das Prinzip, dass man Wegzugsbesteuerung vornimmt. Also wenn ein Unternehmen in Deutschland sitzt, bildet es ja in der Regel über die Jahre stille Reserven. Und wenn man dann den Ort verlagert, also praktisch den Rechtsstandort wechselt, in deiner Sprache, den Kodierungsort ändert, dann würde man praktisch in Deutschland traditionell die stillen Reserven offenlegen, nachversteuern. Auf die Weise wird das Verlagern von Unternehmenssitzen sehr, sehr unattraktiv. Das hat bisher dafür gesorgt, dass das deutsche Recht auf die Werte, die in Deutschland geschaffen wurden, eine gewisse Abschirmungswirkung entfaltete. Natürlich, findige Absolventen deiner Kurse werden es sicher schaffen, einen guten Teil der Vermögenswerte auch ohne Wegzugsbesteuerung aus Deutschland wegzuverlagern. Ein Lieblingsinstrument sind natürlich Übernahmen, Mergers, Acquisitions und so weiter, mit denen man dann auch wieder den Ort wechseln kann, wie jüngst gestehen, rund um Verkäufe von Teilen von ThyssenKrupp. Aber trotzdem glaube ich, dass es nicht progressiv ist, diese verbleibenden Rahmen, die nationale Handlungsfähigkeit erhalten, einfach mit Hurra zu schleifen, solange man die Rahmensetzung nicht selber in dem Weise demokratisiert hat, dass Europa wirklich zum sozial-ökologisch mit einem Mehrheitsverfahren handlungsfähigen Akteur wird. Ja, das sind ein paar Überlegungen erstmal vorneweg und später mehr. Danke, Sven, sehr spannend. Ich habe mir so nebenbei so aus deinen Anmerkungen so drei große Stichworte und Blöcke mitgenommen. Ich hoffe, ich habe das richtig erfasst. Und vielleicht arbeiten wir die der Reihe nach ab. Das eine war nochmal die Grundfrage, nochmal die Diskussion darüber, was ist eigentlich Kapital, der Kapitalbegriff aus einer eher ökonomischen Sicht und dieser eher juristischen Sicht von Katharina. Dann war das Stichwort Varianten des Kapitalismus, glaube ich, ganz ein wichtiges zweites. Und dann deine längere Diskussion dann zur Rolle der EU und der Frage, inwieweit dort Vergemeinschaftung von Recht und Transfer von eben auch diese sozusagen Nutzung von verschiedenen Kodierungsstrategien oder Nutzung verschiedener lokaler Rechtseigenheiten, also welche Rolle das spielt. Ich glaube, das waren für mich so die drei großen Punkte. Ich hoffe, das habe ich richtig erfasst. Katharina, vielleicht der Reihe nach, ja. Gerne. Also der Begriff des Kapitals, es gibt natürlich viele Begriffe des Kapitals. Und der Begriff ist schon sehr früh benutzt worden, weil einfach um Reichtümer, die geschaffen worden sind, irgendwie zu bezeichnen. In der ökonomischen Diskussion ist Kapital einer der beiden Produktionsfaktoren. Arbeit und Kapital zusammen gehen dann in den Produktionsprozess ein und daraus wird Wert geschöpft und der kann auch wiederum in den Produktionsprozess wieder mit hineingebracht werden.
Das ist schematisch so richtig, aber was eingebracht werden kann, muss natürlich auch von irgendjemandem verfügt werden. Und was eingebracht werden kann, muss deswegen jedenfalls eigentumsrechtlich bezeichnet werden. Und da fängt dann die Codierung schon an. Es gibt auch andere ökonomische Ansätze wie die Eigentumstheorie, the Property Rights Theory, wo die Ökonomen sagen, Eigentum sind die Residualrechte, die übrig bleiben, wenn ich alle anderen Rechte vertraglich verfügt habe. Aber ich kann über diese Rechte vertraglich nur verfügen, wenn ich Eigentum habe. Da beißt sich die Katze im Schwanz. Und ich denke, da steht aus meiner Sicht besteht bei den Ökonomen dort ein Missverständnis, dass das, was als Gut eingebracht wird, letztendlich kodiert sein muss. Letzten Punkt zu dem Thema. Im 2018 ist ein Buch herausgekommen, auch bei Princeton, das hieß Capitalism Without Capital. Kapitalismus ohne Kapital. Weil die Autoren festgestellt haben, dass der wichtigste Input für die Unternehmen heutzutage sind Immaterialgüter, Pfandrecht, Trademarks, Immaterialgüter. Das sind selbst Produkte des Rechts. Das ist ja das Faszinierende, dass ich selbst aus Recht neue Güter schaffen kann, die wiederum zum Kapital werden. Aber dass die Ursache davon ist Recht. So jedenfalls sehe ich das. So, das war die Frage des Kapitals. Die Frage der verschiedenen Kapitalismen, es hat ja lange die vergleichende Diskussion gegeben zwischen dem Reinmodell oder dem mehr kooperativen Kapitalismus und dem mehr Markt- oder liberalen Kapitalismus anglosächsischer Prägung. Das gibt es natürlich immer noch, aber es ist im Laufe der Zeit nivelliert worden. Und ich glaube, man muss sich genau angucken, wie es nivelliert worden ist. Weil es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man durch staatliche Grenzziehung, Gesetzgebung oder auch durch die Ermächtigung anderer Gruppen den Kapitalismus einigermaßen zähmt. Großes Beispiel in Deutschland, die Mitbestimmung umkämpft, bis heute natürlich auch kritisch besprochen, funktioniert auch nicht immer genauso, wie man sich das denkt. Aber eine Möglichkeit, wie man praktisch den Aktionären die totale Handhabe über das Unternehmen entziehen kann oder jedenfalls ihnen eine Pflicht auferlegt, sich mit den Arbeitnehmern auseinanderzusetzen. Wie man so ein Modell globalisieren könnte, muss natürlich diskutiert werden. Aber was ich interessant finde, dass selbst in den USA heutzutage die Mitbestimmung auch wieder diskutiert wird. Und dann Europa. Ich gebe Sven vollkommen recht. Das sind zwei Sachen eigentlich, die passiert sind. Einmal denke ich, dass im europäischen Recht selbst die Umarmung des Neoliberalismus, sag ich mal, relativ aggressiv fortgeschritten ist in den 90er Jahren und dadurch andere Sachen auf der Strecke geblieben sind. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Rechtsangleichung, die jahrzehntelang versucht worden ist, um die Grundlagen zu schaffen für die Öffnung aller Märkte, so langsam vorangegangen ist, weil das sind zum Teil natürlich politische Fragen, zum Teil auch einfach die Juristen, die ihre eigenen Rechtsinstitutionen so lieben, dass sie keine Kompromisse eingehen wollen und andere Rechtsinstitutionen schaffen wollen, die vielleicht besser für einen europäischen Markt funktionsfähig werden. Und dann hat es seit den 90er Jahren den Shift gegeben, wo insbesondere der Europäische Gerichtshof zunehmend gesagt hat, also Kinders, nun ist gut, jetzt werden wir sicherstellen, dass es wirklich einen freien Personenverkehr gibt. Einschließlich der juristischen Person, wenn man an das Zentros-Urteil von 1999 denkt, zu sagen, letztendlich gibt es auch in Europa jetzt die Rechtswahl. Und die Deutschen mit ihrer Sitztheorie müssen jetzt gucken, wo sie bleiben. Ich sage das etwas salopp hier, aber im Prinzip, da hat es wichtige Entscheidungen gegeben. Ich denke, dass einmal die eine Entscheidung ist praktisch, dass man die Rechtsangleichung zurückgestellt hat und stattdessen Rechtswahl unterstützt hat. Und dass man die Mobilität von Unternehmen und Sachen, Gütern, kodiertem Kapital deutlich erhöht hat und dadurch dann der Konsumentenschutz und die anderen Sachen, die Europa immer noch gemacht hat, etwas auf der Strecke geblieben sind. Aber ich gebe Ihnen recht, dass im Prinzip Europa eine gute Nebenebene wäre, das weiterzumachen. Und einfach nochmal einen Plug für meine Kollegin Anu Bradford hat ein Buch geschrieben, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, The Brussels Effect, wo sie eigentlich argumentiert, dass Brüssel, europäisches Recht, globale Auswirkungen hat, die oft unterschätzt werden. Und ich glaube, das muss man sich angucken, welche Möglichkeiten Brüssel geschaffen hat, letztendlich dem Liberalismus, Neoliberalismus anglosächsischer Prägung etwas entgegenzutreten und Regeln aufzustellen, die Unternehmen dann global umsetzen, weil sie ihnen das zu kostspielig ist, für jede Jurisdiktion andere Regelwerk umzusetzen auf Unternehmensebene. Sven, willst du da gleich drauf eingehen? Ja, vielleicht ganz kurz. Also für mich bleibt das mit dem Kapitalbegriff weiter nicht ganz leicht zu verknusen.
Und ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, wie du genau die 3 von den 4 Attributen, also hier in dem Webinar, im Buch war das klar, aber die konzeptionalisierst, aber auch in den Besprechungen zu dem Buch wurde es manchmal so verstanden, als wenn manche der Attribute regelrecht absolut gesetzt werden. Also das heißt zum Beispiel, dass man sagt, diese Konvertierbarkeit, ja, da würde ich halt sagen, ja, die Konvertierbarkeit wird begünstigt, sie wird aber nicht garantiert. Also das heißt, im Buch klingt es so, es müsse sogar garantiert sein, also zum Beispiel, dass man eine bestimmte Forderung gegen jemanden immer in Geld umtauschen kann. Da würde ich sagen, normalerweise vielleicht schon, aber in Krisensituationen, und das finde ich für eine Analyse des Kapitalismus ziemlich wichtig, gibt es auch viele Leute, wo die Konvertierbarkeit nicht geklappt hat und dann verlieren die ihr Geld. Weil wenn nämlich alle konvertieren wollen, dann streckt der stärkste Staat die Federn. Und deshalb hatte ich manchmal das Gefühl, wenn ich das nur bei aller Ehrerbietung vor dem Buch sagen darf, dass manchmal um die Stärke des Arguments willen ökonomische Fakten auf die Spitze getrieben werden, die so ganz in der Allgemeinheit nicht gelten. Also das heißt, wer heute investiert, hat eben keine Garantie des Werterhalts, sondern man kann auch jede Menge Kohle verlieren. Selbst sehr reiche Personen haben sich in der Finanzkrise verdammt verspekuliert und sehr viel Geld verloren, weil sie eben ihre ganzen Vermögenswerte an nicht mehr funktionierenden Märkten nicht mehr konvertieren konnten. Mit anderen Worten, ich will nur sagen, auch weil man ja die Leute nicht so frustrieren darf, ja, auch für einen schwerreichen Kapitalisten ist die Welt nicht so schön, wie dein Kapitalbegriff sie in der juristischen Zuspitzung darstellt. Sondern ich würde sagen, ja, leider, in der Tendenz hast du leider Gottes verdammt recht, ja. Aber es ist, es gibt eben doch viele, für die es so einfach dann nicht ist. So, das ist das eine. Und dann noch zu Europa. Ich glaube, dass in letzter Zeit sich einiges zum Guten verändert hat. Der Europäische Gerichtshof hat in seinen jüngeren Urteilen andere Werte des EU-Vertrags höher gewichtet gegenüber einer puristischen Durchsetzung der 4 Grundfreiheiten. Und eines ist auch gelungen, und das finde ich ist häufig auch von, gerade auch in grünen Kreisen wird das manchmal übersehen, wie wichtig die Auseinandersetzung um die Bolkestein-Richtlinie war. Nämlich die Frage, sorgen wir dafür, dass Wirtschaftsakteure in Europa aus Frustration über die langsame Rechtsangleichung sich einfach ihren Rechtsstandort so aussuchen können und dann ihre Dienstleistungen überall in Europa nach beliebig gewähltem Rechtsort erbringen können. Sven, erklärst du die Bolkestein-Richtlinie? Was war die Bolkestein-Richtlinie? Also die Grundidee war, dass, spitzen wir es mal zu, ein deutsches Unternehmen kann in Rumänien Dienstleistungen erbringen, unter Anwendung deutschen Arbeits-, Sozial- und anderer Dienstleistungsrechte. Ich sage das jetzt bewusst so rum, weil es wahrscheinlich häufig andersrum wäre. Aber das ist das Prinzip. Und das war übrigens damals ein Berichterstatter der CSU, der das unbedingt wollte im Europaparlament. Und es war damals, da war ich noch bei Attac, eine unserer großen, wie ich finde, Taten, dass wir mit vielen anderen zusammen das verhindert haben, dass das zur Norm geworden ist. Wenn man nicht gleichzeitig ein starkes Gemeinschaftsrecht schafft, darf man nicht die nationalen Ordnungen aufheben. In dem Moment, da irren die Lafontaines und viele andere und die Wagenknechts, in dem Moment, wo Europa mit Mehrheit demokratisch entscheiden kann, dann können die Mitgliedstaaten gerne sagen, wie unser Verbraucherrechts-, Umweltrecht und so weiter hat nicht mehr die Möglichkeit, ein Sonderrecht zu schaffen. Aber solange das in wichtigen Bereichen nicht europäisiert ist, dürfen wir den Nationalstaaten ihre Möglichkeiten nicht nehmen. Das geht immer nur im Tausch. Und man muss eigentlich sagen, dass es leider natürlich diese Bolkesteinisierung trotzdem in bestimmten Bereichen vorangeschritten ist. Also zum Beispiel, und zwar gerade in Deutschland, was wir vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus Osteuropa zumuten,
ist nichts anderes als das, was Katharina beschreibt. Der Arbeitgeber kann jemanden hier in Lohnarbeit beschäftigen, die vielleicht juristisch Lohnarbeit ist, manchmal ist es auch scheinbar selbstständige Arbeit, und sich die Rechtsordnung irgendwo in Europa zusammensuchen und zum Teil sogar weltweit. Und das ist natürlich, führt natürlich zu neuen Ausbeutungsverhältnissen, die einer sozialen Marktwirtschaft hohn sprechen. Ja, richtig. Ja, ich weiß nicht genau, ob Katharina, ob du direkt darauf eingehen willst oder ob ansonsten würde ich vielleicht da noch ein bisschen ein paar weitere Fragen aufwerfen. Vielleicht einfach nur ganz kurz, nur mal zum Kapital, weil das ist zentral für das Buch. Ich denke schon, dass ich im Buch relativ deutlich sage, dass diese rechtlichen Schutzmöglichkeiten keine absoluten Schutz geben, sondern relativen Schutz. Und was die Konvertibilität angeht, wenn Sie sich angucken oder wenn ihr euch anguckt, wie die Aktienmärkte, die Märkte hochgehalten worden sind während der Finanzkrise, weil die Zentralbanken reingegangen sind und Liquiditätsschutz gegeben haben. Das ist nicht nur ein Anspruch auf Liquidität, das ist aber auch praktisch der Schutz der Zentralbanken, der wiederholt 2008 jetzt wieder gegeben worden ist. Und ich sage nicht, dass er vielleicht in der Covid-Krise nicht hätte gegeben werden sollen, aber wenn man sich überlegt, dass viele andere keinen Zugang zu Geld haben, auf das sie eigentlich keinen Anspruch haben, dann ist das auch eine Verteilungsfunktion, die durch die Macht von Zentralbanken ausgeübt wird. Aber vielleicht sollten wir jetzt andere Fragen noch mit hinzunehmen und dann versuche ich die Sachen auch zum Europarecht nochmal mit einzubauen, wenn ähnliche Fragen kommen. Ja, also ich wollte noch mal ein bisschen auf diese Fragen, was tun und was kann man dagegen, gegen diese wachsende Ungleichheit durch diesen auch ungleichen Zugang zu diesen Kodierungsstrategien, was kann man da eigentlich machen? Und wir haben teilweise also angefangen, im europäischen Kontext zu diskutieren, die Frage dieser Rechtsanerkennung. Ist das eine Baustelle, wo wir das vielleicht diese Rechtsanerkennung qualifiziert oder beschränkt oder einschränkt? Das wäre so eine Frage. Eine zweite wäre, kann man diese Kodierungstechniken sozusagen im Judo-Verfahren sozialökologisch positiv wenden. Also ich bin in dem Bereich, wo ich mich gerade beschäftige, da geht es viel um Schuldverträge, Bonds und so weiter. Da gibt es eine große Kreativität in Richtung, sage ich mal, Green Bonds, also alle möglichen sozialen und ökologischen Dinge, Sustainability Bonds, die man dann in die Rechtsverträge reinschreibt, in die Schuldverträge reinschreibt. Also das wären so zwei Fragen, Beschränkung der Rechtsanerkennung und die Frage sozusagen des Judo-Prinzips als Gegenstrategie. Vielleicht zuerst Katharina. Ja. Na, ich denke, beide Strategien sind wichtig. Eine ist, denke ich, die Qualifizierung der Rechtswahl. Ich würde sie nicht ganz abschaffen, aber ich denke, ich würde sie schon qualifizieren, weil letztendlich stellt man ja sein eigenes Rechtssystem und seine eigenen Vollstreckungsorgane zur Verfügung, um Rechtsansprüche, die aus anderen Rechtsordnungen übernommen werden, durchzusetzen. Und da, denke ich, hat auch eine Rechtsordnung das Recht, bestimmte Bedingungen dran zu knüpfen. Und die müssen auch normativ verankert werden. Das geht sowohl für die Rechtswahl, das würde meiner Ansicht nach auch, sollte stärker gehen für Schiedsgerichtsurteile, deren Durchsetzbarkeit natürlich letztendlich von Ordre Public abhängig gemacht werden kann nach der New Yorker Konvention von 1958, aber diese Grenzziehung ist so weit außen, dass ich denke, dass mehr Staaten davon Gebrauch machen sollten, zu sagen, bestimmte Sachen werden bei uns nicht durchgesetzt und aus den und den Gründen werden sie nicht durchgesetzt. Sowas muss natürlich argumentiert werden, das macht man nicht einfach so. Die zweite Sache ist eigentlich die spannendere Sache noch, zu sagen, können wir nicht die gleichen Mechanismen benutzen, um Sachen zu schaffen, die sozialverträglich, ökologisch verträglich gut sind? Und im Prinzip sage ich ja, in dem Buch, man kann jegliches Objekt, Ansprüche, Ideen rechtlich kodieren, wenn man so will. Das muss natürlich einen Abnehmer dafür geben, es muss Leute geben, das tun, aber es ist grundsätzlich möglich. Man hat natürlich manchmal Sorge auch davor, dass sowas dann Scheingeschichten sind, vor allem auch bei dem Green Bonding, dem Greenwashing der Finanzmärkte, da muss furchtbar aufgepasst werden. Aber möglich ist es im Prinzip. Und ich glaube, es geht wieder um relativen Schutz. Wenn ich bestimmten Ansprüchen relativen Schutz gebe oder relative Steuervorteile gebe, dann kann ich die privilegieren über andere. Und wenn man das normativ absichern kann, demokratisch absichern kann, spricht einiges dafür, dieses zu tun. Sven. Ja, ich
Ich bin außerdem noch sehr interessiert an den Strategien von Katharina, die sie vorhin versprochen hat. Ich bin sehr gespannt, wenn du den Teil nochmal zur Diskussion stellst. Aber ich würde gerne sagen, dass Europa das natürlich in manchen Bereichen längst geschaffen hat. Du hast ja auch darauf verwiesen. Ich glaube, der letzte große Schlag wurde geführt von Jan-Philipp Albrecht und seinen Leuten mit dem GDPR, also mit der Datenschutzgrundverordnung, die eben genau aus den Gründen, die Katharina eben erzählt hat, von Unternehmen weltweit eingesetzt wird, weil es einfach zu nervig ist, für den unvermeidlichen europäischen Binnenmarkt nur dafür zu schaffen. Und man auch schwer erklären kann, warum europäische Konsumentinnen und Konsumenten einen höheren Standard genießen als die Kunden woanders. Aber wir haben eine große Schwäche, die meiner Meinung nach oft übersehen wird, dass Europa zwar da, wo wir gemeinsames Recht schafft, im Idealfall über eine Verordnung, sodass es wirklich tatsächlich gemeinsames Recht ist, aber die Rechtsdurchsetzung, die liegt nach wie vor bei den Nationalstaaten. Also, und was ich da mit immer höherem Abscheu sehe, ist, dass diese unterschiedlichen Durchsetzungsorgane sehr unterschiedlich agieren und deshalb die Unternehmen genau das machen, was Katharina in ihrem Buch in gewisser Weise beschreibt. Die suchen sich dann das Land mit dem schwächsten Durchsetzungsorgan. Also im Bereich Datenschutz, jetzt meinetwegen Irland, wo der irische Datenschützer theoretisch zwar im Rat der nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung dazu gepusht werden kann, das Recht ordentlich umzusetzen, aber der tut das einfach nicht und lässt sich nur begrenzt treiben. Und dann muss Max Schrems wieder jahrelang vom Europäischen Gerichtshof klagen, ja, und Beschwerden einlegen und so weiter. Und das ist alles sehr langwierig. Also das heißt, ich glaube, was man daraus lernen kann, ist, Europa braucht nicht nur gemeinsames Recht, sondern auch gemeinsame Durchsetzungsbehörden, damit das Ganze runder wird. Wir haben das beim Bankenaufsichtsrecht gesehen, in dem Moment, wo die EZB wirklich auch der Zuschläger geworden ist, wurde die ganze Sache zumindest strenger. Ist nicht ideal, aber strenger. Im Sinne von deinen Judo-Strategien oder würde ich gerne noch eines anmerken, auch mal, um was Positives über Amerika zu sagen. Amerika hat ja im Steuerrecht mehrere große Unterschiede, aber einen wirklich progressiv interessanten Unterschied, dass eben das Nationalitätsprinzip gilt. Also, wenn ein Amerikaner bei der Böll-Stiftung arbeitet, prinzipiell endet damit der Steueranspruch des amerikanischen Staates nicht. Katharina als Deutsche, die in Amerika gut verdient, wird vom deutschen Fiskus normalerweise nicht mehr behelligt, zumindest nicht mit dem Arbeitseinkommen, das sie in Amerika erzielt. Mit deinem Buch hier, wenn das jetzt zum Bestseller wird, gibt es vielleicht nochmal Debatten, aber ansonsten eben nicht. Dagegen in Amerika würde eben nach dem Nationalitätsprinzip besteuert. Das setzt zwar Amerika leider nicht immer durch, der Anspruch ist größer als die reale Durchsetzung, aber immerhin. So, das heißt, solange Leute in bestimmten Ländern leben wollen, solange man in deren Rechtsordnung sich bewegen wollen, also rechtlich Deutsche, Griechen, Amerikaner und so weiter bleiben wollen, gibt es eigentlich auch eine Zugriffschance. Die meisten Menschen präferieren es doch, irgendwie auch Bürgerinnen und Bürger ihres Mutterlandes zu bleiben. So, und jetzt stellt sich die Frage, schaffen wir es, den Bürgerinnen und Bürgern ihre Eigentumsanteile zuzurechnen? Und du beschreibst ja in deinem Buch die Abschirmwirkung, also aus ökonomischer Sicht ist das natürlich bekannt, aber die Abschirmwirkung der Kapitalgesellschaft gegen diese Durchsichtigkeit. Und da, finde ich, hat Piketty und Sugman und andere eben dieses Konzept entwickelt, dass wir ein globales Vermögensregister brauchen. Also wir müssen wissen, wenn Jörg Haas seine Briefkastenfirma in Delaware betreibt, dann muss der deutsche Staat das erfahren können. Solange er Deutscher bleiben will, kriegen wir ihn dann auch. Also das heißt, wenn die Nationalstaaten sagen würden, wir ergreifen weiter, solange jemand Bürger irgendwo bleiben möchte und damit auch den Schutz und die Identität dieses Landes behalten will,
haben wir grundsätzlich einen Besteuerungsanspruch global, unter Abziehung anderswo geleisteter Steuern natürlich, keine Doppelbesteuerung. Aber dann brauchen wir Transparenz über die Vermögensverhältnisse. Das geht zumindest für den Staat. Wenn wir das hinkriegen, das haben wir bei den Banken jetzt zu guten Teilen geschafft, wenn wir das auch im Bereich der Immobilien und der Firmeneinkommen und auch der Trusts ganz einverstanden hinbekommen, dann könnten wir auf die Weise dem Nationalstaat und auch der EU und Amerika und allen einen zusätzlichen Raum zum Atmen geben. Also das wäre praktisch nochmal ein Weitertragen von meiner Seite, von deinen Ideen. Und jetzt bin ich gespannt, was deine Strategien sind, um diesem Kodierungscharakter etwas Demokratisches entgegenzusetzen. Katharina. Ja, also am Ende meines Buches versuche ich halt so ein paar Möglichkeiten aufzuzeigen. Und zunächst einmal geht es darum, Privilegien, die erst in jüngster Zeit geschaffen worden sind, wieder zurückzunehmen. Das heißt, bestimmte Privilegien, die in die Konkursrechte eingebaut worden sind, für bestimmte Finanzgüter wie Derivative, die diesen Prioritätsrechten gegenüber anderen Gläubigern eingeräumt hat. Also man kann im Grunde genommen ein Register aufstellen und sagen, welche Sachen man einfach wieder zurücknehmen muss. Die sind relativ jüngeren Datums, die haben nicht das geleistet, was sie angeblich haben leisten sollen, haben zur Destabilisierung des Finanzsystems beigetragen und gleichzeitig zu irrsinnigen neuen Reichtümern auch beigetragen. Dies muss zurückgenommen werden. Und ich glaube, dass man da auch weitergehen kann, sich überlegen kann, durch welche Mechanismen sind eigentlich, ist privaten größere Möglichkeiten geschaffen worden, Güter aus Recht selbst zu schaffen. Dazu gehört auch die Rechtswahl, darüber haben wir schon gesprochen. Und die kann zum Teil natürlich dadurch wieder eingedämmt werden, indem man steuerrechtlich anders zugreift. Das ist ja auch für die digitalen Unternehmen und jetzt auch weitergehend von der OECD, wird neu darüber nachgedacht, dass man nicht den physischen Fußstapfen eines Unternehmens anguckt, sondern deren Wirkungsbereich auf eine Ökonomie und daraus Steuerpflichten abzieht. Das halte ich auch für sehr wichtig. Ich gehe halt auch auf die Schiedsgerichtsbarkeit und solche Sachen ein. Im Prinzip geht es natürlich im Kern darum, was auch die Europa-Gegner wie Fritz Scharpf und andere in Deutschland kritisieren, aber was man neu definieren muss, das ist die Grenze zwischen nationalstaatlicher, demokratischer Selbstbestimmung und der Flexibilität, die natürlich das Kapital für sich haben will, weil viele Sachen sind zu langsam, sie sind angeblich ineffizient und so weiter. Und wie man ohne in den Protektionismus zurückzuverfallen oder in nationales Autarkiedenken zurückzuverfallen, die Grenzziehung sinnvoll macht zwischen dem, was nationalstaatlich vorgegeben wird oder wo Grenzen gezogen werden für die Rechtswahl. Das sind so die Punkte, die ich im Einzelnen aufführe. Es sind praktisch den Begriff, den ich im Englischen dazu benutze, ist Strategic Incrementalism, strategischer Inkrementalismus, vielleicht kann man es auf Deutsch sagen. Das heißt, dass ich genau gucke, wo sind die Weichpunkte, wo kann ich gegensteuern, wo kann ich praktisch die Möglichkeit, neue Kapital zu kreieren, einigermaßen zurücknehmen, sodass man auch durch andere Handhabe, politische Handhabe und gesetzgeberische Handhabe mehr Möglichkeiten schaffen kann. Noch ein Wort zu Piketty und Zuckmann et al., ich halte das für vollkommen wichtig und die haben auch sind lange schon dabei, für Transparenz zu werben. Ich denke, die auch Ökonomen unterschätzen so ein bisschen die Wichtigkeit, auch auf dem rechtsgestalterischen Gebiet einzugreifen. Aber das heißt nicht, dass die steuerlichen Sachen, die propagieren, nicht wichtig sind. Ja, Sven, willst du direkt nochmal reagieren? Nein, oder? Trotz der frechen Nebenbemerkungen über unsere Deformation professionell, da sind so viele Fragen an Katharina, schriftliche Fragen. Ich denke, die sollten jetzt nochmal ihr Recht bekommen. Gut, ja, sehr schön. Ich weiß nicht, wie sie kodiert sind, aber... Gut, dann gebe ich über an Fiona Hauke, die als Anwältin des Publikums mal guckt, da ein paar Fragen aus den Fragen und Antworten rauszusuchen. Ja, hallo, schönen Abend. Genau, es gibt sehr viele Fragen. Vielen Dank dafür. Ich versuche es ein bisschen rauszuziehen und gebe ein paar aufs Podium, also sammle ein bisschen. Zum einen gibt es Verständnisfragen, so bezogen auf Finanzinstrumente. Da fragt Christian Bernhard, wie funktioniert Kodierung im Spekulationsbereich? Und Dietmar Raut in die ähnliche Richtung, wie funktioniert Kodierung, wenn Banken Geld schöpfen, indem sie Kredite vergeben? Wer haftet? Und dann gibt es einen anderen Fragenbereich, der sich mit Vergesellschaftung Commons beschäftigt.
Genau, wo so ein bisschen die Frage aufgeworfen wird, ob eben Vergesellschaftung und die Einhegung der Commons, wie die verteidigt werden könnte. Da fragt Lujen Roloff, wie können wir rechtlich eine Commons Transition vorbereiten? Welche Hebel bietet das europäische Recht oder deutsche Recht? Und Ottmar gibt da möglicherweise einen Hinweis, nämlich auf den Artikel 5 im deutschen Grundgesetz, nach dem Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel zum Zweck der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, vergesellschaftet werden können und in Gemeinschaftswirtschaft überführt werden. Und fragt da, ob das, wie Sie dazu stehen, Frau Pister. Ja, sehr schöne Fragen. Wenn ich eine übersehe, dann bitte erinnern Sie sich nochmal dran. Ich fange erstmal an mit der Frage der Kodierung im Bereich des spekulativen Finanzwesens. Einer der großen Coups, denke ich, die Finanzwelt geschafft hat, ist halt, spekulative Instrumente zu verrechtlichen, sie rechtlich durchsetzbar zu machen. Im Common Law auch gab es immer im Grunde genommen das Recht, das Prinzip, dass spekulative Ansprüche nicht rechtlich durchgesetzt werden können. Die waren nicht unbedingt verboten oder kriminalrechtlich bewährt, aber sie waren nicht durchsetzbar. Wagers, wie sie es waren, rechtlich nicht durchsetzbar. Dann hat es eine Grauzone gegeben, was ist ein Wagers? Im Grunde, wenn ich das gut, um das letztendlich geht, selbst nicht, ich bin dem wirtschaftlich nicht ausgesetzt, ich habe wirklich kein Risiko gegenüber dem zugrunde liegenden Gut und spekuliere nur über Werte, die darauf auf dem Gut aufgebaut sind, über das sind Swaps, Derivative, Futures und so weiter, ohne selbst einen wirklichen Risiko einzugehen. Und im Common Law hat es dann über Jahrzehnte lang so einen Graubereich gegeben. Gerade als die Derivativmärkte entstanden sind, sind die eigentlich wirklich durchsetzbar oder nicht? Und die Industrie hat natürlich gelobbyt, da endlich den Freibrief zu bekommen. Und das ist erst 2000 USA durch Gesetz klargestellt worden, dass diese spekulativen Finanzinstrumente rechtlich durchsetzbar sind. Und dann ging die Schiene hoch. Das kann man statistisch sich genau angucken. Das korreliert sehr, sehr. Letztendlich geht es eben wirklich darum, ich habe eigentlich einen wirklichen Wert erst, wenn es rechtlich akzeptiert und rechtlich durchsetzbar ist. Da direkt einsteigen? Ja. Könnte die europäische Seite beschließen, diese Rechtsänderungen in den USA zukünftig nicht mehr anzuerkennen? Also sozusagen ganz dreist. Ja, die Frage, ob halt spekulative Instrumente in Europa nicht durchsetzbar sind, das könnte man tun, da wird man sich wahrscheinlich mit der Finanzindustrie auseinandersetzen müssen. Aber das wäre eine der Schutzmöglichkeiten zu sagen, nee, also das ist das Risiko, wenn ihr damit handeln wollt, das müsst ihr selber tragen, aber der Staat steht hierfür nicht unbedingt zur Verfügung. Sven, du guckst kritisch, glaube ich. Ja, ne, nur deshalb, weil die Grenze zwischen spekulativ und nicht spekulativ ist aus ökonomischer Sicht nicht leicht zu ziehen. Also das wollte ja, ich nur richtig. Einwenden. Das ist sicher richtig, aber ich denke, da ist das Problem an der Stelle. Also wir haben unternehmerisches Handeln hat häufig auch eine spekulative Seite, und Instrumente, die zur Spekulation massiv genutzt werden, haben häufig auch eine realwirtschaftlich begründete Nebenseite. Und deshalb will ich nur sagen, diese Grenze ist schwierig, aber eins ist klar, das Finanzsystem ist inzwischen von seiner dienenden Funktion gegenüber der Realwirtschaft völlig losgelöst und gehört geschrumpft. Insofern in der Conclusio bin ich bei dir. Wir müssen uns nur über diese scharfe Trennung zwischen spekulativ, nicht spekulativ, das ist ganz schwierig. Aber das Finanzsystem wieder zusammenzuschrumpfen, darüber, dass man es vernünftig reguliert, völlig d'accord. Ja. Also ich stimme damit überein. Die Grenzziehung ist nicht schwierig. Die Frage ist, wer trägt das Risiko der Grenzziehung? Weil wenn man das Risiko, die Finanzspekulanten oder die Finanzintermediäre selbst tragen, werden sich genauer überlegen, welche Finanzinstrumente sie schaffen. Wenn ich die Rechtssicherheit schaffe, darum geht es ja, in den Diskussionen heißt es immer, die Finanzindustrie will immer Rechtssicherheit. Die wollen ganz klar haben, dass alles durchsetzbar ist. Und in den USA ist es so weit gebracht worden, dass nach dem Konkursrecht von 2005 alles, was nur möglicherweise als ein Derivativ benutzt werden kann, kriegt auch noch Konkursschutz obendrauf. Ne? Also das heißt, die Frage, es gibt natürlich Rechtsunsicherheit,
Rechtsunsicherheit, die gibt es immer. Aber die Frage, ob ich die künstlich begrenze, die Rechtsunsicherheit, und damit der Finanzindustrie die Möglichkeiten schaffe, oder ob ich die auf ihren Zehenspitzen rumlaufen lasse, dann weil sie das Risiko selbst tragen, dass möglicherweise ein Richter irgendwann sagen kann, dies ist spekulativ und wir setzen es deshalb nicht durch. Ja, da wäre ich einverstanden. Das ist umso mehr der Fall, wenn diejenigen, gegen die sich die jeweilige Spekulation richtet, selber wieder schutzwürdig sind. Also zum Beispiel haben wir bisher europaweit keinen ordentlichen Rechtsrahmen für das, was man auf Englisch Vulture Funds nennt. Mhm. Also ich kaufe Forderungen gegen Staaten auf, um sie dann mit der Brutalität meines Rechtssystems auch durchzusetzen. Mhm. Und hinterher habe ich dann entsprechende Schäden im Gemeinwohlbereich der jeweiligen Staaten. Ja, also ich bin einverstanden, dass man der Durchsetzung von Forderungen Grenzen ziehen muss. Womit ich mehr Schwierigkeiten habe, ist zu sagen, ja, wenn diese Forderungen derivativ sind, dann sind sie böse. Wenn sie aber nicht derivativ sind, sind sie es nicht. Da muss man wirklich aufpassen. Ne? Ja, nee, da sind die Juristen auch nicht ganz blöde. Die haben auch dann Nuancen entwickelt, wie man solche Grenzziehungen machen kann. Die sind natürlich immer nicht glasklar, das ist der Punkt. Aber es hat schon Prinzipien gegeben, auf die man wieder aufbauen könnte. Fiona, jetzt müsstest du mir noch mal eine kleine Erinnerung geben, was die nächsten zwei Fragen waren, oder zwei Fragenkomplexe. Geldschöpfung. Und Geldschöpfung. Artikel 5 Grundgesetz. Ja, okay. Geldschöpfung der Banken. Das ist ja ein altbekanntes Spiel, dass Banken Geld schöpfen, indem sie Kredite vergeben. Wer trägt da das Risiko? Das ist ein inhärent fragiles System. Deswegen sind Banken irgendwann reguliert worden und hat man den Banken gesagt, ihr müsst bestimmte Reserven halten und ihr dürft nicht zu viel eures Kapitals einfach wieder als Kredite vergeben. Das ist euer Geschäftsmodell, aber wir müssen euch dort irgendwie etwas begrenzen. Und es hat auch relativ gut funktioniert. Hinzu kamen dann Versicherungen. Der Staat springt letztendlich ein, bevor eine große Bank kollabiert, wird er die Liquiditätsspritze geben, beziehungsweise die Bank fusionieren mit einer besser gestellten Bank. Das haben wir auch nach der Finanzkrise wieder gesehen. Letztendlich trägt somit das Gemeinwohl das Risiko dafür, dass die Banken funktionieren. Das neuere Problem, das wir haben, dass eben seit den 70er Jahren dieses sogenannte Schattenbankenwesen entstanden ist, an dem die Banken natürlich auch beteiligt sind. Also es gibt keine Schattenbanken an sich, aber es gibt Schattenbankenpraktiken, die an den Regulierungen vorbei sind, weil dann kann ich natürlich wieder einen relativen Vorteil allen gegenüber anderen schaffen. Und wir haben das Kreditvergabesystem dezentralisiert und dort wieder Sicherheit zu schaffen, weil das kann uns auch implodieren. Das haben wir gesehen 2008. Dass es dann dass man nicht die Banken einstürmt, einen Sturm auf die Banken gibt, sondern es gibt einen Sturm auf die Vermögensgüter, die verschiedene Intermediäre erlassen haben. Da wiederholt sich das Ganze wieder. Aber Kreditvergabe ist inhärent fragil, was immer sein kann, dass so viele Schuldner nicht zahlen. Und die Frage ist, wem lege ich die Bürde dafür auf? Und bei den großen Finanzintermediären trägt die letztendlich die Gemeinschaft. Artikel 5 Grundgesetz kommen. Ja, die Frage der Enteignung, natürlich. Die Frage ist immer dann halt, wie hoch die Kosten sind, diese Enteignung vorzunehmen. Und es sind dann politische Fragen, ob man sie machen kann. Aber das sind natürlich wichtige Signale, finde ich, wenn man verfassungsrechtlich verankert, dass man sagt, für bestimmte Zwecke können Sachen enteignet werden. Und sich dann geht es letztendlich um die Kosten, die da für den Staat entstehen. Und dann im nächsten Schritt muss man natürlich auch sehr genau darüber nachdenken, wie diese neuen vergemeinschaftlichten Güter verwaltet und genutzt werden, damit auch die Zielvorgaben, die man sich dabei gedacht hat, tatsächlich durchgesetzt werden. Aber das sind, ich meine, das sind Sachen, die gibt es im europäischen oder im deutschen Recht, in anderen Rechtsordnungen. Das sind, glaube ich, ich sehe das als Signalwirkung und Möglichkeiten gestaltend einzugreifen, die halt in Ländern verschieden sind. Dafür werden halt dann manche Länder auch abgestraft. Die Investoren sagen immer, dann gehen wir dort nicht hin. Beziehungsweise, was nicht ausgeschlossen werden kann, dass irgendwann ein ausländischer Investor, das geht in die Richtung, die Sven vorhin angesprochen hatte, kann ein ausländischer Investor möglicherweise aus bilateralen Investitionsabkommen, mit Europa ist es jetzt etwas schwieriger geworden, aber klagen, um dort Schadensersatz zu nehmen, selbst wenn es an sich verfassungsgemäß nach dem lokalen Recht wäre. Also da gibt es auch noch interessante Spannungsverhältnisse zwischen internationalen Regeln wie diesen bilateralen Investitionsabkommen beispielsweise und dem nationalen Recht. Ja, die Frage zielt ja auch noch daran, ob es eine Art Kodifizierung für die Commons geben könnte. Und
die Idee, Artikel 15 Grundgesetz ist ja die Vergesellschaftung gegen Entschädigung, wenn auch nicht unbedingt werthaltige Entschädigung. Aber die andere Frage ist ja, gibt es einen ähnlichen Code für Gemeinschaftskapital, also für Commons? Und da würde ich sagen, das ist eine total spannende Frage und eine der Dinge, die ich total wichtig finde mit Blick auf Oktober. Also sollten wir hier mal in Berlin relevant mitreden, ist, wie schaffen wir Rahmenbedingungen für Genossenschaften, für Gemeinschaftsunternehmen, die wirklich förderlich sind. Denn das deutsche Genossenschaftsrecht ist leider lange nicht so attraktiv wie ein angelsächsischer Trust, um nur ein bisschen zu polemisieren. Und ich glaube, dass wir bessere Rahmenbedingungen schaffen sollten für Gemeinschaftskapital, das schwer reprivatisierbar ist. Also man muss, zum Beispiel ist es relativ leicht, eine Genossenschaft zweckzuentfremden, dagegen gar nicht so ganz einfach, eine Genossenschaft so zu gestalten, dass der Gründungsgeist eines innovativen Gemeinschaftskapitals erhalten bleibt. Und da glaube ich, gäbe es einen ganz interessanten Raum, einen Raum des Rechts für Gemeinschaftseigentum zu schaffen, der rückgebunden ist an die, sag ich mal, eher ideellen Ziele, die mit ökonomischen Mitteln verfolgt werden. Also das wäre auch was, was wir in den nächsten Monaten auf jeden Fall mal durchorchestrieren müssen, weil ich da sowohl an christdemokratische wie an sozialdemokratische Traditionen Anschlussfähigkeit sehe und man durchaus in beiden Konstellationen eine Möglichkeit hätte, da vielleicht einen Schritt nach vorne zu machen. Fiona. Ich kann noch mal kurz rein, weil das ist wirklich eine spannende Geschichte. Und ich habe nämlich vor kurzem mit Hilfe einiger Studenten mir das auch Genossenschaftsrecht oder Kooperativrecht von verschiedenen Staaten in den USA angeguckt. Und diese Rechtsordnungen sind total altertümlich. Da haben halt die Herren des Kapitals nicht mit dran gebastelt, das flexibler zu machen und gleichzeitig Möglichkeiten zu schaffen, den Geist halt zu schützen. Und was ich letztendlich vorschlage, das wollen viele dann aus ideologischen Gründen nicht, aber das GmbH-Recht des Staates Delaware, mit dem können Sie alles machen. Alles. Können Sie auch eine Genossenschaft draus machen, wenn man den Vertrag richtig schreibt. Das heißt, man kann auch die Flexibilität der durch die Kapitalisierung, die Kodierung von Kapital geschaffenen Gesellschaftsstrukturen auch den Trust nutzen, um solche Sachen zu schaffen. Eine Fußnote hätte ich aber dazu, weil es gibt jetzt gerade wieder Diskussionen, dass manche Kooperativen aufgekauft werden von Equity Funds und so weiter. Ein großes Problem der Kooperativen ist deren Finanzierung und die Ablehnung von Kapitaleinlagen der Aktionäre, die dann die Kooperativen in der Regel von Schulden, von Krediten abhängig macht. Und wenn dann der Bankrott droht, wird halt dann so ein Unternehmen auch irgendwann schnell verkauft. Da können Sie noch so sehr versuchen, den Zweck festzuzurren. Die Finanzprobleme, gerade in so Covid-Zeiten, sind natürlich horrende. Und da muss man genau überlegen, welche Finanzstruktur man solchen Unternehmen unterlegt. Danke, Katharina. Ich gebe mal wieder zurück an Fiona mit weiteren Fragen. Ja, es gibt noch eine Frage, die auch, man könnte fast sagen, auch so dieses Commons-Thema andockt, und zwar von Viktoria Esker, die nämlich fragt, wie sehen Sie den juristischen Code von Plattformökonomien und wie kann dieser dekodiert werden? Wie viel ist hier politischer Handlungsspielraum und wie groß der Druck von gewissen Eliten? Genau, es geht noch weiter mit, ich finde als Handlungspotenzial auch den Ansatz von Chantal Mouffe zum linken Populismus spannend. Was meinen Sie dazu? Also alle unsere Daten als Commons verstanden. Ja, ich habe einen Artikel zu dem Thema veröffentlicht vor ein paar Wochen, wo ich argumentiere, dass erstens Daten nicht einfach wie normale Güter behandelt werden müssen, dürften und zweitens, dass halt die Aufnahme, das ist wieder auch ein interessantes rechtliches Problem, die großen Datenunternehmen haben letztendlich unsere Daten behandelt, wie das römische Recht wilde Tiere behandelt hat. Die kann man besitzen oder in Eigentum umwandeln, indem man sie fängt oder erschießt. Das heißt, sie sind wilde Tiere, gehören niemand, aber sie können letztendlich in Eigentum überführt werden. Das römische Recht kannte aber auch ein Prinzip, dass es bestimmte Güter gibt, jures communis, die nicht privatrechtlich
eingebunden werden können, die letztendlich immer offen bleiben müssen. Nur die Entscheidung muss irgendjemand treffen. Welche Sachen sind denn eigentlich nicht approbierbar, nicht privatrechtlich in Eigentum zu verwandeln? Und die Big Tech Companies haben letztendlich die Grauzone, wo eigentlich nicht klar war, wer wem was und ob das überhaupt was ist, was einem gehören könnte oder so, die Daten aufgenommen und damit und sie monetarisiert. Und die Gerichte, vor allem hierzulande, haben systematisch gesagt, dass die Daten uns selbst niemals gehören können, weil sie keinen wirtschaftlichen Wert haben. Das heißt, wenn ich Eigentum nur definiere aus dem monetarisierbaren Wert, dann gebe ich natürlich denjenigen, die das tun können, relativ freie Hand. Ich glaube, dass wir ganz neue Strukturen brauchen für diese Plattformen, digitalen Unternehmen, diese Plattformunternehmen, dass wir mit unserem alten Instrumentarium, das sind die Grenzen sowohl der Ökonomen, die darin einfach Güter sehen, das neue Gold oder das neue Öl, und der Juristen immer versuchen, das in alte Kategorien reinzupacken, die nicht ganz passen. Aber es ist ein Riesenhandlungsbedarf, der weit, denke ich, über die GDPR in Europa hinweg geht. Es geht nicht nur um private Daten, sondern es geht auch um die sogenannten Industriedaten. Sven, dazu auch ein Vielleicht nur ganz kurz, dass natürlich die zentrale Frage bei den Plattformen ist, haben die eigentlich überhaupt irgendeine Verantwortung für das, was auf ihnen geschieht? Und diese Frage stellt sich in ganz verschiedenen Bereichen. Wir haben die bei den Demokratiefragen, beim Medienrecht und da, wo mich das am meisten beschäftigt, ist im Bereich Steuern. Ich bin gerade Berichterstatter des Parlaments für die Verwaltungszusammenarbeitsrichtlinie 7 in Steuerfragen. Furchtbar, nicht? Das wird regeln, dass in Zukunft die großen Plattformen wie Amazon, eBay und so weiter, dass die automatisch an die Steuerverwaltung melden müssen, wenn Leute auf ihnen Geschäfte machen. Und das bedeutet, dass dieser Raum damit genau in eine Wiederfassbarkeit für den Nationalstaat überführt wird, wo man nicht mehr sagen kann, ja, da findet eben Trading statt, Handel, und den kann der Staat nicht erfassen und der Plattformbetreiber sagt, das sind ja nur die Nutzer, ich mache ja gar keine Steuerhinterziehung. So, und in Zukunft werden die Plattformbetreiber verpflichtet, diese Daten den Finanzämtern zur Verfügung zu stellen, sodass diese milliardenschwere Steuerhinterziehung ein Ende hat. Also von Europa gehen durchaus positive Dinge aus. Fiona, guck weiter in deine Liste von Fragen. Ja. Es gibt noch eine Frage, die, glaube ich, auch noch mal ein etwas größeres Fass aufmacht, und zwar von Demian Defner, der fragt, ich habe Sie, Frau Pistor, so verstanden, dass Kodifizierung auch zu fortschreitender Kommodifizierung führt. Immer mehr neue Güter werden so geschaffen und abgesichert. Ist dies nicht der Kern kapitalistischer Dynamik? Wenn man an diesen Punkten am System rührt, gefährdet man doch unmittelbar Wachstumspotenziale und damit die Stabilität des gesamten kapitalistischen Systems. Können Sie das bestätigen? Sehen Sie trotzdem Potenziale in dem von Ihnen beschriebenen Sinne, beispielsweise den Finanzmarkt zurechtzustutzen? Ja, im Prinzip gebe ich dem natürlich recht. Das ist so. Ist die Frage nur, wie weit man dem Spiel seinen Lauf lässt. Und man lässt ihn ja nicht nur seinen Lauf, sondern der Staat steht mit dabei, weil letztendlich ohne die Durchsetzbarkeit dieser Ansprüche lässt das Ganze sich nicht skalieren. Nicht auf nationaler Ebene, nicht auf europäischer Ebene, nicht auf globaler Ebene. Würde man durch eine Rücknahme der Möglichkeiten, Vermögensgüter auf diese Art und Weise zu schaffen, dem Kapitalismus Einhalt begehen? Ja, und darum geht es auch, denke ich. Denn die Vorstellung, dass man für private Reichtums um private Reichtümer zu schaffen, ein ganzes System aufrechterhält, vor allem wenn es Ungleichheiten in den Größenverhältnissen schafft, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben und die politisch unverträglich sind und Demokratien letztendlich erodieren, muss diesem System irgendwo Einhalt geboten werden. Was ich mal versuche zu erklären, ist, das Recht ist ein öffentliches Gut. Das Recht ist kein privates Gut, aber Recht ist auch kommodifiziert worden. Und da würde ich spätestens die Grenze setzen, dass Recht eingesetzt wird zur Vermögensvermehrung und wo ein soziales Gut letztendlich für private Reichtümer eingesetzt wird, dass die letztendlich dann wieder staatlich gedeckt werden müssen. Und das sehen wir vor allem im Finanz
Wesen, wo dann die Ausbreitung und durch unter Wettbewerbsdruck die Risikoerhöhung im Finanzsystem letztendlich zu Krisen führt, die durch den Staat dann wieder aufgefangen werden müssen. Bevor Sven da einsteckt, vielleicht auch nochmal eine Rückfrage gerade. Den Wechsel, also Recht als in Anführungszeichen auch Kommodifizierung von Recht. Es gibt ja im Bereich Investitionsschutz, da bin ich zumindest, ist mir das bekannt, dass Firmen, also wiederum Finanzfirmen, sozusagen wetten auf die Durchsetzung von Rechtsansprüchen im internationalen Investitionsschutzrecht, sozusagen ISDS-Klagen, sozusagen ebenfalls finanzialisiert werden und sozusagen Kapital eingesetzt wird, um diese durchzusetzen. Ist das was, was Ihnen bekannt ist? Das gibt es auch in nationalen Rechtsordnungen hierzulande auf jeden Fall. Was interessant ist, dass es zunächst unterstützt worden ist, eigentlich auch von progressiven linken Gruppen, die gehofft haben, dass durch Menschenrechtsansprüche und andere Ansprüche, die finanziell nicht immer gedeckt sind, man dafür Geld auch nehmen könnte, um die durchzusetzen. Und das Ganze ist natürlich sofort aufgenommen worden für weitere Vermögenswerte, die geschaffen werden können. Und eine gewisse Wahrscheinlichkeit, einen besonders lukrativen Fall zu gewinnen, ist ein Vermögensgut, kann als solches gemacht werden mit der richtigen rechtlichen Kodierung. Genau, da zeigt sich, dass der analytische Ansatz auch hier tragfähig ist. Ja, und Sven, kollabiert dann der Kapitalismus, wenn wir jetzt anfangen, diese Kodierungsmöglichkeiten einzuschränken? Also ich nehme natürlich zur Kenntnis, dass viele Juristinnen und Juristen das genau beurteilen können, ob ein Kapitalismus zusammenbricht, wenn er nicht mehr wächst. Ich persönlich habe da lange drüber nachgedacht und ich muss zugeben, ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich neige aber eher dazu, dass es nicht so ist, dass der Kapitalismus ohne Wachstum zusammenbricht, sondern es ist eine Frage der Wirtschaftspolitik. Und die Wirtschaftspolitik muss bestimmte soziale und ökologische Steuerungen vornehmen, damit ein Kapitalismus auch ohne Wachstum halbwegs stabil bleibt. Ganz stabil ist Kapitalismus sowieso nicht. Kapitalismus ist kein auf Stabilität optimierendes System. Aber damit es nicht exzessive Krisen produziert, weil das Bruttoinlandsprodukt nicht mehr wächst, dafür muss man eine eigene Wirtschaftspolitik machen. Genauso wie man eine eigene Wirtschaftspolitik braucht, damit man keine Systemkrisen am Finanzmarkt bekommt oder dass die Umwelt geschützt ist und so weiter. Also für all diese Fragen brauche ich Regelsetzungen. Und wenn das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts aus Gründen planetarer Grenzen und, wie ich sagen würde, auch sozialer Grenzen des Menschen nicht exponentiell immer weiter wachsen kann, dann muss die Wirtschaftspolitik lernen, den Kapitalismus so zu regulieren, dass er auch mit einem begrenzten Wachstum oder sogar Nullwachstum zurechtkommt. Und ich würde bald behaupten, das ist nicht unmöglich. Aber darüber müssten wir ein eigenes Seminar machen. Aber das wäre erstmal meine Vermutung dazu. Und dass diese ganzen eigentumsrechtlichen Schutzmechanismen, die Katharina erforscht hat, das erschweren, eine solche sozial-ökologische Wirtschaftspolitik zu machen, das finde ich total offensichtlich. Danke, spannend. Fiona, weitere Fragen? Ja, ich würde vielleicht eine nochmal, die nochmal so einen, was könnte man anders machen, Raum eröffnet und aber auch historisch fragt, wann das Ganze denn aus dem Ruder gelaufen ist, ob das das Ende von Bretton Woods war oder die Liberalisierung der Finanzmärkte und ob du denkst, dass es möglich sein wird, dass die Einzelstaaten in Zukunft wieder mehr Handlungsspielraum bekommen werden. Hast du dazu Vorschläge, was man machen könnte? Also manchmal ein bisschen schwierig zu folgen, deswegen weiß ich nicht, wie viel davon schon abgedeckt wurde. Ja. Ist auch eine sehr schöne Frage. Wann ist es aus dem Ruder gelaufen? Ich denke schon, dass man sieht schon, dass es einen qualitativen Unterschied gegeben hat seit den 70er, 80er Jahren, würde ich es eher sagen. Was hat die Grundlagen dafür sind in den 70er Jahren geschaffen worden? Eins meiner Argumente ist ja zu sagen, dass das Kapital ist schon immer so kodiert worden. Und ich glaube, und ich versuche auch historisch nachzuweisen, dass für die verschiedenen
Güter, die ich bespreche, Land, Unternehmen, Schulden und so weiter. Man kann dann einen ganz langen historischen Faden ziehen und zeigen, wie verschiedene Güter kodiert worden sind, wie sich dabei auch das Recht etwas geändert hat und adaptiert worden ist für neue Güter, um diese zu kodieren. Aber es hat einen qualitativen Shift gegeben, das kann man nicht verneinen. Und das hat was mit der Globalisierung zu tun, wobei ich die Globalisierung ja auch verstehe als letztendlich eine Ausdehnung bestimmter Rechtspraktiken. Das hat damit zu tun, dass wir den Kapitalfluss liberalisiert haben, und zwar die meisten Länder auch keine Grenzen, und das sind ja rechtliche Grenzen. Wofür kann ich denn fremdes Kapital ins Land bringen? Was kann ich denn damit machen? Wenn ich die aushebele, auch wieder ein europarechtlicher Punkt, der Maastricht-Vertrag mit damals Artikel 65, Kapitalfluss ist frei, auch gegenüber Drittländern außerhalb der Europäischen Union das zugänglich zu machen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Wendepunkt jetzt für Europa selbst, und zeitgleich ist das global eben auch passiert. Kann man solche Sachen rückgängig machen? Ich denke, die Diskussion im Internationalen Währungsfonds, der letztendlich nicht mehr so groß auf den freien Kapitalfluss pocht für Entwicklungsländer und die Schwellenländer, zeigt, dass auch da Ansätze möglich sind, und einige Länder, das fing schon mit der Ostasien-Krise 97 an, Malaysia hat die Grenzen wieder zugemacht, Brasilien hat sich relativ gut versucht, gegen den Kapitalströme nach der 2008-Krise zu wehren. Da haben Einzelstaaten schon eine ganze Menge geleistet. Das könnte man weiter ausbauen, um die jedenfalls vor den Spekulationswellen, um auf das Thema zurückzukommen, der internationalen Kapitalströme zu schützen, die dort auch viel Schaden anrichten können. Sven? Also ich würde auch sagen, dass die Liberalisierung des Kapitalverkehrs, dass das ganz zentral für die Durchsetzung unserer jetzigen Form des Finanzmarktkapitalismus ist. Investitionskapital war ja schon sehr früh liberalisiert. Also schon in der ersten großen Globalisierungswelle des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gab es ja eine Menge amerikanisches Kapital in Europa und umgekehrt. Aber erst diese Offenheit für kurzfristige Kapitalströme hat den Druck so maximiert. Denn solange sich Kapital in einer bestimmten Rechtsordnung domestizieren muss, kann ich es auch wieder regulieren. In dem Moment, wo ich die Möglichkeit habe, relativ schnell wieder abzuhauen, wird das schwieriger. Und wobei natürlich man sagen muss, all die Kapitalformen, die auf die Anwesenheit in einem bestimmten Markt angewiesen sind, die kann ich natürlich trotzdem regulieren. Deshalb muss man auch aufpassen, aus diesen Argumenten nicht abzuleiten, man kann gar nichts mehr dezentral regulieren. Und eine der großen Grundsatzfragen wird die sein, auf die Katharina vorhin schon mal hingewiesen hat. Kann ich in einer digitalisierten Ökonomie noch regulieren? Und dazu muss denn am Ort des Nutzers besteuert, reguliert werden und nicht am juristischen Sitz der jeweiligen datenökonomischen Akteurs. Und das ist ein großer Streit mit unseren amerikanischen Freundinnen und Freunden, die sagen, don't touch our digital giants. Das sind unsere Akteure, die wollen nur wir besteuern, während Europa sagt, jetzt interessanterweise in einer neuen Allianz mit den Entwicklungsländern, nein, nein, ihr müsst auch am Ort der Nutzung Steuern auf Erträge zahlen. Wir sind schon fast am Ende. Fiona, noch eine kurze Frage. Vielleicht noch eine Frage, die so ein bisschen darauf abzielt, wie man sozusagen von diesem finanzialisierten Kapitalismus wieder zurückkommen könnte, nämlich die Fehlentwicklung der Globalisierung sowohl im Finanzbereich als auch der realen Wirtschaft anzugehen und das wieder auf die notwendige Veränderungen wie Regionalisierung zurückzuführen. Dafür sehe ich in den vorgestellten Strategien keinen Ansatz, oder habe ich den nicht gesehen?
glaube ich, jetzt ein ganzes Rahmenwerk habe, das habe ich wahrscheinlich noch nicht entwickelt in dem Buch. Ich denke, was ich halt versuche, ist zu sagen, wieder dieser der strategische Inkrementalismus. Das heißt, zu versuchen, einmal bei den Kapitalmärkten, bei den Kapitalflüssen kann man ansetzen. Man kann in anderen Punkten ansetzen, wo man die Möglichkeit hat, der Kapitalkodierung irgendwo wieder zu begrenzen. Und wie man auf die regionale oder nationale Sache zurückkommt, man kann einige Sachen einfach zurücknehmen. Man kann bestimmte Grenzen wieder aufbauen, die es vorher gegeben hat. Hat ja viele Grenzen gegeben, die sind dann in den 80er, 90er Jahren gefallen. Und ich denke, dass man da eine Menge relativ dezentraler Möglichkeiten hätte. Man kann die steuerrechtlichen Neuregelungen, die die OECD vornimmt, kann man auch unterstützen, indem Staaten sagen, sie negieren die juristische Person, wenn die einfach nur zur Steuerhinterziehung eingesetzt wird, zu anderen Regulierungen, Arbitragemöglichkeiten. Ich denke, dass man eine ganze Reihe von relativ kleinen Schritten unternehmen könnte, damit ganz klare Signale gesetzt werden, auf die auch viele reagieren werden und sich entsprechend neu positionieren werden, verschiedene Länder mit ihren eigenen Rechtsordnungen. Ja, letzteres ist ja juristisch sogar in sehr vielen Rechtsordnungen der Fall, also diese sogenannten Economic Substance Requirements. In Deutschland ist das auch so. Also ein Geschäft, das nur der Steueroptimierung dient, ist nicht wirksam vor dem Steuerrecht. Allerdings ist die Nachweishürde auch durch Richterrecht sehr hoch, und das müsste man eigentlich dringend zugunsten des Fiskus korrigieren. Und, aber das ist in der Tat eine der wirklich spannenden Baustellen. Und darüber hinaus würde ich noch sagen, ja, das stimmt schon, dass jetzt zumindest, ich kenne Katharinas theoretische Position da nicht so gut, aber meine ist sehr klar. Ich glaube, auf die Frage bezogen, die gestellt worden ist, die Strategie, den Tiger wieder unter Kontrolle zu bringen, indem man ihn in möglichst nationalstaatliche Räume wieder domestiziert, ich glaube, diese Strategie wird nicht gefangen. Und sie ist auch nicht progressiv in dem Sinne, dass viele der progressiven Ziele, die wir heute haben, sind nur noch international erreichbar. Die Commons sind eben nicht mehr nur, die wir verteidigen wollen, lokal, national, sie sind global. Und das bedeutet, wir müssen nicht demokratische Handlungsfähigkeit vor allem dadurch wieder gewinnen, dass wir das Kapital neu einsperren, sondern wir müssen die Demokratie internationalisieren. Und deshalb finde ich die Europäische Union so spannend, genauso wie natürlich auch globale Verträge, mit denen man das versucht. Nur bin ich eben dagegen, dass man, weil man das so sieht, in der Grundtendenz, die Räume, wo man den Tiger national noch einigermaßen eingesperrt hat, das ist ja je nach Raum, dass man da jetzt sagt, jetzt muss man da, weil man ja eigentlich irgendwann für eine tiefe europäische oder globale Demokratie ist. Deshalb muss man den letzten Rest nationaler Handlungsräume auch schleifen. Ja? Das ist nicht meine Position. Aber wenn man überlegt, wo muss eine plurale Linke in Zukunft Handlungsfähigkeit gewinnen, dann nicht vor allem durch Re-Regionalisierung, sondern durch die Schaffung europäischer und internationaler demokratischer Handlungsfähigkeit. Und das ist aber natürlich eine strategische Orientierung. Und und deshalb fühle ich mich auch bei den Grünen so wohl, weil die Grünen sowohl regulierend sind als auch pro Internationalisierung der Demokratie. Und diese Kombination haben andere auch, aber ich fühle mich da besonders wohl bei uns. Das ist so, und da, das hört ihr schon durch, Teile der Sozialdemokratie, der Linkspartei, die sind noch sehr stark auf dem nationalen Raum, und andere wollen gar nicht regulieren. Die finden deshalb die Globalisierung so toll, weil das die Regulierungsmöglichkeiten so schwächt. Und dieser Raum der transnationalen Demokratie, den zu bauen, das muss eigentlich ein grünes Kernprogramm sein, steht so auch im neuen Grundsatzprogramm. So, spannend. Wir sind an dem Ende unserer Zeit angekommen, so ein klein bisschen drüber. Ich will an dieser Stelle einfach erstmal danken für eine wirklich sehr, sehr spannende Diskussion. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also herzlichen Dank, Katharina. Herzlichen Dank, Sven. Herzlichen Dank an alle, die
auch Fragen gestellt haben, mitgewirkt haben. Ich finde, das war eine tolle, spannende Diskussion. Wir werden es aufzeichnen und dann auch zur Verfügung stellen. Und freue mich drauf, da weiter im Gespräch dazu zu bleiben. Herzlichen Dank euch allen. Ganz herzlichen Dank auch an dich. Großartig. Ich möchte mich immer bedanken. Ich habe viel gelernt und Klarheit im Kopf durch dich bekommen. Danke dir. Dankeschön. Danke für die schönen Kommentare und die Diskussion. War wirklich toll. Danke. Tschüss.